So, YouTube, willkommen zurück zu Geotastic. Oder zurück? Naja, wir spielen auf jeden Fall Geotastic. Die Standardrunde, die ihr bei mir immer seht. Wer es noch nicht gesehen habt, guckt euch die Playlist an. Wir machen ein Preset, wo eingestellt ist, ein paar Länder sind rausgenommen und ansonsten 5 Runden, volle Zeit, unendlich Sachen. Und ich starte direkt rein. Und bin mal gespannt, wo wir landen. Drei, zwei, eins. Chile. Oh. Gar nicht schlecht. Hast du noch einen anderen Chat? Also, für die Leute auf YouTube, die das Video im Nachgang sehen werden, ich nutze nur den Twitch-Chat. Und das ist die einzige Quelle der Wahrheit, weil mehrere Chats finde ich immer suboptimal. Also wer am Chat teilnehmen will, ist auf Twitch sehr gut aufgehoben. Neuseeland. Aber nee, CA. Kanada. Nicht ZA. Ich habe in ZA gelesen. Kanada. Ja, also. Kommt einfach auch mal auf Twitch rein, würde mich freuen. Da ist nämlich sehr wenig los und ich finde Twitch ist eine sehr schöne Plattform, gerade zum Reden und Diskutieren. Und die Chats von den anderen Plattformen sind alle so ein bisschen lala, nicht wahr? Oh, wir sind ja direkt am Meer. Einfach am Meer. Oh, guck mal hier, schön Rasen mähen, schön Wäsche aufhängen. Ich würde sofort tauschen. Ohne mit der Wimper zu zuckern. Ich zucker mit der Wimper, natürlich. Ich mal wieder. Italien, USA, Kanada. Ja, fast richtig. Also, am Ende Kanada nicht, aber ja, erstmal Italien könnte man fast denken, wobei die keine gelben Striche wohl haben. Oh. Wir sind... Oh. Oh, ich weiß. Ist das diese Straße... Ist das diese Straße hier, zufällig, die da irgendwie genau zwischen den beiden Bundesstaaten verläuft? Da gab es doch hier irgendwie so ein Dorf, was geteilt ist über diese Straßen. Ein Kanadier hängt keine amerikanische Flagge auf und ein Amerikaner keine kanadische. Salmon River Bed and Breakfast. Okay, okay. Meer oder ein großer See? Das gilt es herauszufinden. Das ist ein sehr guter Hinweis. Was ist das für eine Flagge? Toronto, oder? Jugoslawien? Hä? Nee. Niederlande? Frankreich? Frankreich wäre aber andersrum. Okay, Amerika und Kanada. Das ist ja sehr wild hier. Aber wir haben neulich auch genau auf der Grenze, nicht? Wir können ja mal hier ranfahren, vielleicht sehen wir mehr. Aber ich sehe mehr kanadische Flaggen. Von daher würde ich jetzt mal von Kanada ausgehen. Es liegt im Südosten. Das könnte hier schon gut sein. Vielleicht sind wir wirklich hier so im Buffalo Point oder sowas. Oder Varrode oder so. Oder halt hier irgendwo Silver Bay. Hier oben. Na, hier sind keine Städte in die Richtung. Also muss auf jeden Fall irgendeine Grenzregion sein. Oder sowas hier. Aber da würden wir natürlich die andere Seite noch sehen, wenn er hier wieder. Also, da die Grenzen, hier haben wir auch noch mal recht gut verlaufen, nicht? Gibt es sehr viele Optionen, wo dieses Szenario auftreten kann. Mit Südosten große Wasserflächen. Dann müssen wir mal noch ein bisschen gucken gehen.
Nachher ist es wirklich nur so ein ganz, ganz kleiner See und der wirkt nur riesig. Quacko-Museum. Quacko. Waren das nicht irgendwelche ganz besonderen Leute, die Quackoana? Quack, quack. Olds and Moor, Seaside Camp. Heated Pools. Auf jeden Fall schon Solaranlagen. Oh, hier vielleicht. Das Gute ist, hier kann man die ganzen Schilder lesen. General Merchant. Das ist natürlich so richtig amerikanisch oder kanadisch, wie man sich das so vorstellt, nicht? Aber es stand hier, wollte ich. 1964, Hutges. Aber nichts Wichtiges. Irving. The Station. Ja, das ist. Das ist nämlich Tankstelle, nicht? Puh. Aber gut, wenn man gar nichts hat, ist man auch über sowas froh. Und ich würde, ganz ehrlich, wenn mir jemand ein Haus schenkt, ich würde da direkt hinziehen. Eigentlich würde ich fast überall hinziehen, wenn mir jemand irgendwo ein Haus schenkt. Also, wollt ihr, dass ich neben euch wohne? Schenkt mir ein Haus. Aber es ist eine schöne Ecke. Aber ich würde sagen, wir müssen mal ein bisschen Strecke machen, um herauszufinden, wo wir hier wirklich sind. Bei der Kirche vielleicht. Lobster Rolls. Gluten-free Chowder. Burgers. Poutine. Eis. Also ganz ehrlich, was will ich mehr? Oh, da haben wir einen wichtigen Hinweis, den ich fast überskippt hätte. West. Welcher der Staaten sieht denn so aus? NB. NB. NU. MB. DN. NL. NB. Hier. New Brunswick sind wir. Das heißt, wir sind irgendwo wahrscheinlich hier. Oder? Wenn wir Wasser sehen, 111. Oh, Nova Scotia. Oak Island ist hier irgendwo, wer die Serie kennt. Ich glaube, hier war irgendwo Oak Island oder so. Einmal habe ich es gefunden. Devil's Island. Das ist ja Frog Island ist daneben. Ja, irgendwo hier in der Ecke ist es auf jeden Fall. An der Küste. Ne, guck mal, ist die 111 an der Küste? Ich sehe die 316 hier an der Küste. Die 247. Aber gut, die Küste ist ja weit, nicht? Selbst hier wäre Küste, aber New Brunswick hört, glaube ich, hier irgendwo auf. 114, 106, 111, hier sind wir. Dann sind wir wahrscheinlich Quacko. Ja, wahrscheinlich sind wir hier in Irving Oil. Genau, da sind wir gerade vorbeigefahren. Okay, hier sind wir. Jetzt müssen wir nur noch herausfinden, auf welcher Höhe. Dafür fahren wir mal in die andere Richtung. Direkt am Wasser noch und dann geht die Kurve nach Norden. Also irgendwo hier. Stehen wir vor der Straße? Ja, Wagon Lane. Dann sind wir genau dort und Finish 7 Meter. Ah, der Punkt ist manchmal auch nicht so genau. Sehr gut, würde ich sagen. Das passt doch erstmal. Continue. So, wo geht's jetzt hin? Wünsche? Sorgen?
Ich sag Kambodscha. Da würde ich gerne mal wieder hin, da waren wir lange nicht mehr. Oh, aber ist eher Südamerika. Wie viele Minuten? Das sehen wir am Ende. Das ist die Überraschung. Aber ich mache ja auch keinen Speedrun, nicht? Nur wenn es sich leicht ergibt, dann Bertozzi. Spontan hätte ich gesagt, wir sind in Buenos Aires oder sowas. Die Sonne ist im Norden. Das heißt, wir sind auf jeden Fall im Süden. Obwohl es euch auch nicht gepasst hat, davon abgesehen. Argentinien, okay. Wir haben schon mal Argentinien. Gran Umibliare, San Vende. Ich finde, Argentinien hebt sich so ein bisschen von den anderen Ländern da unten auch ab. Also muss man auch mal so sehen. Das ist wesentlich aufgeräumter, auch wenn es mal hier und da eine nicht so hässliche Ecke gibt und sehr viel zugemauert sein muss, wegen ja auch Kriminalität in manchen Regionen, ist es doch irgendwie gepflegter, nicht? Also sie versuchen zumindest. Aber klar, die Probleme lassen sich ja nirgendwo endgültig beseitigen. Mhm. Die Lorelei? Nee, was ist das? Ein Pferd. Aha, aha. Können wir da einmal auf die andere Seite? Wow. Das ist auf jeden Fall riesig. Ist das eine Lagune und dahinter noch mal mehr? Das sieht aus, als ob hier noch eine Wasserlinie ist. Ganz schwach. Nordwesten. Low Remix. Gut, ich glaube, finden wir raus. Meistens ist es richtig schwierig herauszufinden in einer Stadt, in welcher Stadt man ist. Es sind sehr viele Denkmäler auf jeden Fall in alle Richtungen. Wir sind an irgendeiner Ecke gelandet, aus der man wahrscheinlich gar nicht so leicht rauskommt. Ja, es könnte schon hier irgendwo sein. Einmal waren wir bei La Plata zum Beispiel auch nur. Aber so vom Gefühl her passt das schon. Zumindest in einer der größeren Städte sind wir. Weil ich meine, die Häuser sind doch schon recht hoch. Hey, ich wollte auf das Schild gucken. Parana, Muncilipidate Parana. Municipal de Uso, Ordenassa. Prana, sehen wir hier irgendwo Prana? De Plata. Das könnte auch hier vielleicht nur der Fluss sein. Oder ein Stadtteil vielleicht. Aber Municipidad de Parana. Hier ist ja Municipidad de Buenos Aires. Aber das ist nicht Municipidad, das ist Provinz. Das Municipidad-Dings, da Bums, da steht nie richtig dran, nicht? Das ist dann so eine Pseudoregion. Parana. Ich hätte erwartet, dass man das locker auf der Karte sieht, wenn das ein eigener Provinzname ist. Bei Santa Fe war das gerade. Ah, habe ich es wieder übersehen? Wir gucken. War es bei Santa Fe? Da, nicht? Ja, ja, das passt ganz gut. Parana, ja, 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 sehr gut. Passt auch zu den Flüssen und dieses Delta, über das wir gucken. Und wir sind hier irgendwo in dieser Ecke irgendwo drin. Wir können leider hier nicht auf Satellit umschalten. Aber wir können ja zurückgehen und direkt die Straßennamen abchecken, wenn wir es jetzt wissen. Bertozzi.
Da sehen wir die gute Bertozzi direkt. Hier vielleicht, nicht? Das kann gut sein. Bertozzi. Bertozzi. Ich hätte gedacht, dass hier vielleicht die Figuren jeweils drin sind. Aber wir gucken auch, Wasser war in welche Richtung? Nordwesten, Norden, Osten, Süden, Westen. Ja, das passt auf jeden Fall. Wie heißt denn die Querstraße? Die hat wieder keinen Namen bekommen, oder? Bertozzi-Ecke. Na, den da will ich. Ne. Ich habe keinen Namen. Wir wissen also nur Bertozzi. Vielleicht fahren wir mal zur nächsten Querstraße. Dann haben wir wenigstens die Ecke schon mal. Sehr gut eine T-Kreuzung. Das hilft auf jeden Fall. Aber auch kein Straßenname. Versuchen, großen Kreise mit der Statue zu finden. Ja. Die Kreise habe ich ja gesehen. Ich brauche hier die Bertozzi. Escola de K, vielleicht sehen wir das. Alfredo Nux. Weil ich meine, das kann ja sowas hier sein. Augusto Nux. Ganz knapp daneben. Weil die haben sehr viele Sachen davon mit irgendwelchen Statuen, nicht? Man weiß halt auch nicht, ob hier was einfach draufsteht, was nur nicht eingezeichnet ist. Wir können das mal anfixieren. Alfredo Nux. Also es könnten hier die Sachen zum Beispiel sein. Das heißt, wir wären irgendwo halt hier in der Nähe. Alfredo Nux, da haben wir es doch. Und da ist Bertozzi. Und da ist die Dings. Und wo stehen wir genau? Wir stehen Richtung Süden. Also eher da. Bingo Bongo, 3,13 Meter. Dabei hätte man hier ein bisschen länger ranfahren können. Aber krass, dass eine Stadt von der, sag ich mal, Kleinheit so riesige Gebäude hat. Hätte ich gar nicht erwartet. Und damit in Runde 3. Philippinen. 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 Oh. Mit Ansage. Buttica Josef. Ja, ja, okay. Yupuedo Frenla TB Alto. Ich glaube, da habe ich diesmal wirklich gar nicht schlecht gelegen. Oder ist es wieder Südamerika? Ich glaube, Philippinen ist schon gar nicht schlecht oder Indonesien. Das ist aber sehr spanisch belastet, nicht? Deswegen würde ich eher auf Philippinen gehen. Aukuyaku? Oder irgendwo eine andere Insel? Aukuyaku? Klingt so. Botica? Bazar? Pilot? Wie war das? In Philippinen durften die Zigarettenwerbung haben, aber kein Alkohol. Und in Indonesien kein Alkohol, aber Zigaretten oder umgedreht, nicht? Das hat sich immer genau aufgehoben. Und kambodschanisch gefällt mir am besten, weil da haben Angkor-Bier. Wow. Aber wir haben heute schöne Orte, an denen wir starten. Dann muss ich ja mal das Spiel auch loben, oder? Tiango Maria, Akuyako, Credito Facil.
Ulaga-Exporte. Svende. Aber. Irgendwie wirkt das trotzdem wie Südamerika. Ich bin noch nicht ganz zufrieden. Akuyakuyoku, Maliparado de Belaido, Akuyaku, Aku. Das ist eigentlich keine typische Adresse für die Philippinen. Da fehlt nämlich denn, oder ist Akuyaku eine Insel? Oh, ist das irgend so eine Insel? Und auch so Straßenschilder. Ju Maria JR? Also ganz ehrlich, JR kenne ich von diesen Inseln hier unten. Wie hießen die eine? Die, wo man nur im Kreis fahren konnte. Hier Willemstad. Die hatten doch sowas, oder? Die nördlichen Marianen hatten sowas, glaube ich. Nee, die hatten Kaya, stimmt. Kaya und Jan. Wer hatte denn JR? JR stand für... Das hattet ihr mir mal gesagt. Die Sonne ist im Norden. Wir sind also auf jeden Fall auf der südlichen Halbkugel. Das heißt, die Inseln fallen schon mal raus. Ah, aber für Südamerika? Also, ja, sieht nach Südamerika aus, aber irgendwie... Vielleicht waren wir gerade in einem philippinischen Viertel oder so. Weil da fanden die auch gerne solche Dinger, nur richtig blank poliert und noch verrückter. Dann könnte es wirklich Richtung Peru rübergehen. Weil ich meine, die sehen schon so ein bisschen vom Einschlag Richtung asiatisch aus. Ist sowas schon rassistisch, wenn ich sage, jemand geht in die Richtung asiatisch? Wahrscheinlich nicht heutzutage. Aber irgendwie muss man ja irgendwas erklären können, nicht? Ja, das sind doch kein... Also es sieht... Ich bin noch so unentschlossen gerade. Ups. Aber es gibt eigentlich so verrückte Autos, meistens in Peru und Philippinen. Ich weiß nicht mehr, wo es diese Ampeln gab mit der Zeit. Wahrscheinlich sind wir jetzt aber trotzdem irgendwo in Bolivien. Wo war denn immer Botica? Ich weiß, wir hatten eine Zeit lang 50 Boticas auf einem Weg und haben uns an denen orientiert. Aber ich weiß nicht mehr, welches Land das war. Gracias por su visita. Okay, also halten wir mal fest, ich gehe jetzt auch davon aus, dass wir in Südamerika sind. Aber... Wir fahren mal zum nächsten grünen Schild einfach außerhalb. Vielleicht steht da was. Al-Augusta. Hier, so eine Schilder sind oft Gold wert. Wenn da irgendwelche Baufirmen dran stehen. Und das Schild ist einfach weg. Nein! Da. Administrazione Directa Dias Calendrio. Aucuyata Yo Sepo y Castillo de Huancas. Distare Jos de I Castillo 2014.
Kyoda Akuya Kuyuku, Direktor. Warum schreiben die ihr Land nicht mit drauf? Da war eben eine Webseite. Okay, wo war die Webseite? Du hast aber Augen. War viel weiter, die muss ja weiter hinten gewesen sein, nicht? Du hängst ja auch ein paar Sekunden hinterher. Dann fahren wir mal in die andere Richtung. Da war gerade eine E-Mail-Adresse mit PE. Ich will die jetzt selber sehen. Das kann man nicht erkennen. Auf einem Schild, wo ich vorbeigefahren bin. Wenn ich nur nicht so schnell an so vielen Schildern hier gerade vorbeigefahren wäre. Aber Peru klingt für mich auch valide. Aber ihr kennt mich, ich bin kein Rater, ich bin ein Sucher. Deswegen müssen wir jetzt hier wahrscheinlich das nochmal verifizieren. Kati. Nee, da kann man nichts drauf lesen, wegen der Sonne. Weißt du noch, wie das Schild aussah? Ja, an der Stelle war noch ein bisschen mehr. Hier vielleicht. Da steht nur Tingo Maria. Repuesto. Hab's nur kurz gesehen, du bist so schnell weiter, ja? Weil ich nicht gedacht hätte, dass auf den Schildern was Relevantes steht. Nicht, es stehen halt so viele Schilder da. Da kann man nicht an ihrem anhalten, weil die meisten halt keine Informationen beherbergen. Und dann verpasst man genau das eine Schild. Hier waren wir aber gar nicht, auf der Seite nicht. Was die Informationen beinhaltet. Und das ist dann immer blöd. Die anderen Schilder kann man auch immer schlecht lesen. Das heißt, es muss eins sein, wo wir echt gut vorbeigefahren sind. Gucken wir hier nochmal. Und wenn nicht, dann fahren wir wieder weiter. Ah, aber hier Lima. Okay. Das ist schon mal gut. Avenue Lima 261. Wir wissen jetzt auf jeden Fall, welche Straße das ist. Wir wissen nur nicht die Stadt. Und Land Peru würde ich auf jeden Fall mitgehen. Das klingt nicht verkehrt. Okay, aber ist ja nicht schlecht. Und wir wissen eigentlich Aukuyauku. Peru ist ja jetzt nicht so riesig. Aukuyauchu. Okay, haben wir sogar schon gefunden. Und wir fahren Richtung Südosten aus der Stadt raus. Das würde auch passen.
Avenue, wenn jetzt hier Avenue de Lima noch wäre. Die hat wieder keinen Namen. Na, hätten wir es sogar schon. Ich weiß, der Ort wird leicht anders geschrieben. Ich hoffe aber, das ist wieder nur ein Übersetzungsproblem. Ramon, Arica, Aslombo. Also tief sind wir nicht drin, nicht? Wir sind in irgendeinem Außending. Können auch in so einer Ecke sein. Ich meine, wenn wir gucken, wir gucken auf Berge in Richtung oder Hügel Richtung Osten. Okay. Hilft nicht viel, nicht? Es gibt überall Berge hier. Ah, 9. Dezember. Ah, ja, ja, okay, das hatte ich eben gesehen mit Nein, bla, bla. Stimmt, ich kann mich erinnern, die hatten so komische Straßennamen. Primavera. Finden wir. Wir waren doch bei irgendeinem Stadion, nicht? Estadio Municipal. Also es ist, glaube ich, doch nochmal eine andere Stadt, nicht? Die nicht so geschrieben wird. Es ist ein bisschen zu unterschiedlich. Also in Indien hätte ich gesagt, das ist auf jeden Fall dieselbe Stadt. Hier bin ich mir nicht sicher. Es hätte sehr gut gepasst gerade, aber ich glaube, die ist auch ein Tick zu groß. Unsere ist so ein bisschen kleiner, nicht? Aber wir machen jetzt Folgendes. Wir fahren einfach mal die große Straße entlang bis zum ersten Schild und dann finden wir es. Das ist auf jeden Fall eine gelbe Straße, die ist sehr gut ausgebaut. Genau, versuch mal eine Highway-Nummer zu finden. Das ist jetzt, glaube ich, unser großes Ziel. Dürfte auch gar nicht so das Problem sein. Ich glaube, die Straße hier ist so gut, dass die auf eine Autobahn führt. Oder zumindest auf eine größere Schnellstraße, die zweispurig pro Seite ist. Ah, da haben wir sogar den Ortsnamen, wenn wir Glück haben. Oder zumindest Entfernungsangaben. Boah. Die nächste größere Stadt ist Tocache, 117 Kilometer weg. Und Nuevo Progreso. Okay, wir gucken mal. Bei den Kilometernangaben muss ja Tocache eigentlich ziemlich groß sein. In der Zoomstufe sehe ich es schon mal nicht. Tocache. Boah, wenn wir hier irgendwo im Nirgendwo sind, wo es kaum große Städte gibt. Nicht, da sind 100 Kilometer echt tödlich. Aber wenigstens ist es nicht so voll wie in anderen Ländern. Es ist noch übersichtlich, nicht? Man kann die Namen einzeln wahrnehmen. Die ganzen Buena Vista und Bella Vistas kann man ausblenden. Bisschen Couscous unterwegs essen ist auch drin. Wir müssen echt in so einem Ding hier sein, nicht? Wo nichts Großes ist.
Und da muss Tokasche das Größte sein. Weil hier würde ich ja erwarten, dass Lima dran steht. Oder Hu Yanko, nicht? Wir sind sicher nicht in... Ja, wir sind schon hier irgendwo in so einem Randgebiet zum Dschungel vielleicht. Deswegen hätte es hier echt gut gepasst, würde ich sagen. Ja, aber Highway-Nummer passt besser. Wir fahren weiter. Wir merken uns auf jeden Fall Tokasche. Was haben wir hier? Planta de Tramiento de Residuo Solidos y Castillo. Denke ich mir auch jeden Morgen. Und guck mal, das ist übrigens das, was ich meine. Warum bauen wir in Europa die Straßen nicht verdammte Scheiße auch nochmal so, dass links und rechts neben den Straßen 1,5 Meter Platz ist, sodass da Fahrräder fahren können? Nein! Wir machen, dieser Streifen ist schon fast auf der Abbruchkante, sodass ein Radfahrer nicht mal ausweichen kann, wenn Autos kommen oder größere Fahrzeuge. Ich verstehe diese Bauweise in Europa nicht. Das hier ist so clever. Einfach einen Meter mehr, nicht? Und wenn der Boden hier aufbricht, ist die Fahrbahn nicht sofort im Arsch. In Deutschland, wenn das hier der Rand ist, dann kommt hier eine Astdings rein und schon ist die Fahrbahn direkt kaputt. Das ist einfach sinnlos. Könnte ich mich immer aufregen, warum wir so bauen. Und das kostet doch hier nicht mehr. Die Maschinen sind da, da ist ein bisschen mehr Teer aufzutragen. Das kostet doch nichts dann, wenn ich schon mal alles vor Ort habe. Nein, aber wahrscheinlich teures Genehmigungsverfahren. Und ach, 80 Jahre Planung liegen ja schon davor. Das muss jetzt so umgesetzt sein, wie 1956 beauftragt. Arr! Ganz ehrlich, da war die Planwirtschaft in der DDR schneller mit ihren 5 Jahren. Und dann kommst du, dass ein Fahrrad auf einer Bundesstraße fährt, so wie ich letzte Woche, und dann alle genervt sind davon, weil man nicht mal einfach zur Seite fahren kann. So. Was haben wir hier? Peso Max. Maximal 32 Tonnen. Ich bin zu schwer. Ich darf nicht rüber. Tut mir leider leid. Und ich habe leider auch keine 40 Meter. Ey, aber selbst der Fluss heißt Aukuyauku. Wenn der Fluss so heißt, der muss das muss doch von oben zu sehen sein. Sind wir vielleicht irgendwo hier hinten drin? Hier war ich nämlich noch nie in der Ecke. Ne, ist der Amazonas. Ah, okay. Seems legit to me. Aukuyauku? Nee. Fahren wir weiter. Ich meine, der Fluss sieht jetzt mittel aus, nicht? Sieht jetzt nicht riesig aus, aber auch nicht sehr klein. Ich meine, das Gute ist auch bei solchen Randwegen, wenn nicht nur ein Radfahrer in die nächste Stadt fahren muss, sondern vielleicht auch ein Fußgänger, dann kann er da auch mal langlaufen. In Deutschland ist die Politik so auf Autoverkehr only ausgelegt, das ist echt traurig. Und man kann mit einfachen Mitteln, könnte man, da steht Peru übrigens, so viel mehr erreichen. Wir machen uns das immer selber so schwer und das ist so schade. Und irgendwie gibt es immer nur schwarz und weiß. Entweder nur Autos oder nur Räder. Ja, aber macht doch einfach Infrastruktur für beide, das machen andere Länder auch. Distrital de José Crespo y Castillo. Aber ich kenne die ganzen... Oh ja, Chuchu, hier. Das ist Oya Chuchu. Aber, achso, das ist Aya Chuchu wieder, nicht? Aya Chuchu, nicht Oya Chuchu.
Okay. Ja, Municipidad finde ich meistens nicht. Wir brauchen wirklich jetzt eine Nummer, aber ich hätte gedacht, Nuevo de Progreso ist auch nur ein kleines Dorf. Okay, gut, dass ich nicht danach auf der Karte gesucht habe. Hier ist es schon wieder vorbei. Also wenn dann El Kasche oder Tasche genauso groß nur ist, na dann Prost Mahlzeit. Okay, ich glaube, hier wird nicht mehr so viel kommen. Auf den nächsten 500 Kilometern. Ich fahre jetzt bis zur nächsten Kurve. Hier fährt sich nämlich auch gerade echt beschissen von den Abständen. Und wenn wir da nichts sehen, dann drehen wir einmal um und fahren mal in die andere Richtung. Wir sind jetzt nämlich schon 23 Minuten unterwegs. Okay, wir haben auch viel geredet. Warte, da war so ein... Entweder sind das noch 522 Kilometer oder wir sind auf der 522. Da die kleinen Straßen hier keine Nummerierung haben, wird uns das aber nicht viel helfen. Ich glaube, die anderen gehen gar nicht bis 500, nicht? 105 ist schon echt hoch. Ja. Das wird eher Kilometerstand 522 auf dieser Route sein. Nuevo Progreso ist der nächste Ort, 70 Kilometer entfernt. Aber der war doch eben eingezeichnet mit Start und Ende. Aber du hast recht, auf dem anderen Schild stand 70 Kilometer entfernt. Aber gut, Ortsnamen... Ihr setzt er mich wieder vor und zurück. Ich liebe es. Ja, okay, hier kommt nichts mehr. Es macht keinen Spaß, hier zu fahren. Back to start. Wir gehen mal nur nach Norden. Okay, da können wir nicht weiter. Dann gehen wir nach Osten. Wahrscheinlich kommen wir jetzt in eine Sackgasse. Ja. Weil da würde es ja wieder zu dieser Straße gehen, nicht? Wir sind eben da Richtung dieser Berge gefahren. Kommen wir nach Westen. Da kommen wir auf diese hier. Dann fahren wir die mal nach Norden weiter. Die hört aber auch irgendwo auf. La Roca. Turistico Resero. Tiger. Nein, danke. Okay, ich glaube, das ist die einzige Hauptstraße, die es hier so gibt. Aber ja, ich glaube, mehr als so ein Autobahnschild irgendwo finden, bleibt uns nicht übrig, nicht? Ich habe so ein bisschen Angst, dass die Straße hier auch gleich endet. Das sieht nämlich nicht aus, als ob es hier großartig weitergeht. Und hier haben wir ein riesiges Wasserdelta nach Westen. Das muss man doch aber auf der Karte sehen. Das verläuft Ost-West so. Ja, Lecco Mio, das ist das nicht irgendwo hier?
was sagen denn die Berge? Hier sind gar keine Berge, nicht? Das ist komplett flach. Wir sind irgendwo ja drin. Und jetzt muss im Fluss Ost-West fließen. Und eigentlich ist es relativ flach. Wir sind auf irgendeiner Ebene, die zwischen Flüssen liegt. Pueblo Nuevo? Nuevo Progreso. Ah. Wie heißt der Fluss hier? Hulala. Okay. Dann müsste ja auch Ost-West dieses Dings gehen. Vielleicht hier so eine Stelle. Oder hier vielleicht bei sowas. Hier haben wir auch noch so eine Ebene. Was ist da für ein Fluss? Mariano. Nieva. Und da sind wir schon aus Peru raus. Und hier vorne ist nicht so viel Fluss. Ich meine, klar, wenn das jetzt so ein kleiner Fluss ist, dann bin ich aufgeschmissen. Das kann natürlich durchaus sein. Okay, wir fahren mal einfach nochmal wieder zurück. Aber ich meine, die haben immer einen Straßennamen dastehen in fast jeder Straße. Das ist schon... Eigentlich können wir nicht in so einer abgelegenen Region sein. Ich meine, warum sollte man in einem Dorf im Nirgendwo überall Straßennamen ranstellen? Okay, wir können gar nicht die ganzen Straßen entlangfahren, die ich langfahren wollen würde. Hier können wir aber lang. Okay, dann fahren wir doch wieder hier lang. Ich glaube, die hat nur einen Ausgang, die Stadt. Das heißt, die ist irgendwo im Norden. Folge mal dem Heimweh, der durch Nuevo Progreso durchgeht, 70 Kilometer in beide Richtungen. Ja, wie viele Jahre willst du da fahren? Also in die eine Richtung kommen wir ja nicht weiter, da hängt das Game. Da würden wir ewig fahren, auf diese Weise. Jetzt können wir mal gucken, ob wir die andere Seite wischen. Jetzt hat er mich umgedreht. Nach Norden wollen wir, oder? Ich hoffe. Ich meine, die haben sogar ein Stadion. Nicht? Also so klein können die gar nicht sein. Die haben schon richtig gute Infrastruktur. Okay, jetzt sind wir wieder im Nirgendwo hier. Ich glaube, er hat mich gedreht, nicht? Ach, so eine Scheiße. Und ich habe es nicht mitbekommen. Und ich dachte, ich habe mich zurückgedreht und dann hat er mich wieder gedreht. Ich hasse das, wenn das Game macht. Gerade wenn man so Wände hat und nicht weiß, in welche Richtung man gerade gefahren ist. Okay, also nach Norden und Süden kommt man nirgendwo hin. Auf der Karte folgen? Nee, ach, da habe ich jetzt keine Lust zu. Ich suche lieber Hinweise im Spiel. Wir wollen ein bisschen was sehen und nicht nur Karte. Wir suchen jetzt einen ordentlichen Hinweis, eine Straßennummer. Ich habe halt auch nicht die besten Augen, um auf den Karten was zu erkennen. Die meisten Städtenamen sind viel zu klein für mich. Okay, ich weiß nicht, wie ich vorhin aus meiner Ecke rausgekommen bin, aber anscheinend hatte ich da echt Glück. Nee, nicht nach Süden. Also er macht heute aber auch Sachen. Ich drücke irgendwo hin, er dreht mich um und geht in die andere Richtung. Dabei habe ich nur einmal geklickt, wenn er irgendwo nicht rein kann. Manche Stellen sind ganz schwierig von Google aufbereitet worden.
Ich meine, guck mal, die haben hier sogar einen schönen Stadtpark. Republika, Publika. Ich meine, hier steht sogar genau die Koordinaten, nicht? Aber ich kann halt nichts damit anfangen. Das ist echt gemein. Nord 001. Nee, ich glaube Nummer 1, nicht? Und Nummer 2 2013 ist ein Buch. Ach, ich dachte erst Koordinaten, Nordost oder so. Mann. Und hier die wichtigen Sachen kann man wieder nicht lesen. José Crespo. Vielleicht steht auch José Crespo irgendwo eher. José Crespo. Es gibt einfach zu viel zum Gucken. Aber einen Handymast haben sie. Das haben manche Dörfer bei uns nicht, wie wir bei der letzten IRL-Radtour feststellen durften. In die Richtung nicht. Osten sind wir rausgekommen. Ja, genau. Hier, das war die große Straße. Hier sind wir wieder am Stadion. Und jetzt fahren wir mal in die andere Richtung. Mal gucken, wie weit wir da kommen, bis es rumzickt. Sangapilla. Tingo Maria. Habe ich auch nicht gesehen. Suche ich jetzt auch nicht. Tingo Maria. Komm, dahinter ist eine Autobahn. Gracias por su vida. Also, das muss ja eine Touristenregion sein, nicht? Wenn die sowas überall ranschreiben. Danke, dass sie da waren. Willkommen zurück. Hallo, hier ist da das. Ciudad de los Tres Ríos. Also irgendwas mit die Ecke der drei Flüsse. So viel kriege ich noch hin. Da würde ich ja das hier erwarten, nicht? Aber da sind keine Berge. Wo sind noch drei Flüsse, die hier aufeinander laufen? Hier? Das ist nicht, sind nicht die Flussnamen. Ich meine, vielleicht sind wir auch irgendwo hier unten. Da habe ich noch gar nicht geguckt, nicht? Cuyuchuchu. Aber wir waren in Ayuchuchu, nicht? Nee, Ayuchuchu. Da sind halt keine Flüsse. Hier wären noch Flüsse, aber hier sind wieder keine Berge. Puerto Carlos. Tiango Maria wäre auffindbar. Das Problem ist, ich gucke schon zu lange darauf, nicht? So langsam verschwimmen die ganzen Namen nur noch und man liest gar nicht mehr richtig. Ja, okay, wir sind bei Tiango Maria. Hä?
Dann lag ich ja eigentlich gar nicht so schlecht. Das Nuevo Progresso. Das heißt, wir sind genau dazwischen. Ayu Kayoku, hier. Da ist es. Mein Gott. Was ein kleiner Kack. Jetzt haben wir's. So. Aber was das Gute ist, eine der Seitenstraßen hatte hier doch den Straßennamen. Pharmacia. Das waren so grüne Schilder. Wo waren die denn? Da habe ich mich nämlich noch gefreut. Hier. Lima und JR Grau. Grauecke Lima. Grauecke Lima. Amerikas Lima. Wo ist Grau? Hier ist Grau. Und wir kamen aus, wir fahren Richtung Westen dahin. Also nach Westen fahren wir. Nach Westen. Norden, Osten, Süden, Westen. Das heißt, wir kommen von dort. Das macht auch Sinn. Da ist nämlich die Boutique Josef. Aber die heißt hier Centro Salud. Centro de Salud. Also, ich sag mal so, würdet ihr euch da behandeln lassen? Oder lieber in die Pharmacie Botica gehen? Also, ich würde eher noch in die Botica gehen, als in die Pharmacie gegenüber. Eieieiei. Ja, wahrscheinlich ist das hier das Krankenhaus. Emergency. Ja, das sieht wenigstens hin. Dann würde ich mich lieber hier behandeln lassen. Uff. Ja, ich würde sagen, wir fahren ja Richtung Westen und stehen ein bisschen drin. Richtige Richtung geht so ein bisschen nach Südwesten. Hier müsste ein Restaurant sein. Ja, könnte. Finish. 4 Meter! Wir haben's. Mal gucken, wie weit wir gefahren sind. Ja, nicht, wir sind hier nicht richtig rausgekommen. Und als wir draußen waren, in die Richtung kam halt einfach nichts. Guck mal, wie weit wir hätten fahren müssen. Da wären wir, hier sind wir schon 20 Minuten gefahren. 40, 60, 80 Minuten bis zur nächsten Stadt und die hätte uns null geholfen. Und genau in die Richtung, nicht? Wären wir auch 80 Minuten gefahren und dann wären wir auch irgendwo gelandet. Es hätte uns nichts geholfen. Und der Flussname, den wir überquert haben, der ist gar nicht eingezeichnet hier. Der Fluss Ayuchu. Das hatte ich schon mal. Da bin ich über 3 Flüsse gefahren und die standen einfach nicht auf der Karte. Weil die anscheinend nur temporär fließen und dann sind die hier nicht eingezeichnet. Und von dem haben wir den Namen nicht gesehen, weil wir den nicht kreuzen irgendwo. Wenn wir Glück gehabt hätten, wäre hier vielleicht irgendwann, hier wäre nie eine Brücke gekommen über den. Aber dann hätte vielleicht da der Name gestanden. Weil die fahren dann mit Fähren eher rüber, nicht? Brücken sind halt sehr teuer. Weil hier ist eine Fährverbindung. Ja. Na gut, haben wir es gefunden. Uff. Runde 4 von 5. Eieiei. Europa oder Türkei? Metaloren, Novi Sad. Novi Sad sagt mir auf jeden Fall was. Novi Sad kriegen wir hin. Novi Sad ist da, Novi Sad. Und das kann ich blind finden, Novi Sad. Okay. Ja, da müssen wir jetzt nur noch die Straße rausfinden. Das wird ein bisschen schwieriger in Novi Sad. Die Brücke war in der Kurve. Ah, das kann natürlich sein, dass man das dann nicht so wahrgenommen hat.
Okay, wir haben schon wieder so eine Ecke, wo wir kaum rauskommen. Aber ist gar nicht schlecht, nicht so ein gesondertes Industriegebiet sehen wir vielleicht ganz gut von oben. Okay, hier ist auch Sense. Dann kannst du eigentlich nur noch nach Osten rausgehen. Ja, das sieht gut aus, oder? Da kommen die reingefahren. Jawohl, hier sind wir auf der Straße. Ja, ja, Novi Sad. 221 E75. 221 E75, die haben wir schon. Die liegt jetzt östlich von uns, Nordosten. Das heißt, wir könnten hier irgendwo sein. Novi Sad liegt Richtung Süden. Hier ist die 118. Sind wir so weit von Novi Sad weg? Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich hätte sogar gedacht, wir sind in Novi Sad, muss ich gestehen. Aber die Nummern stimmen hier auch oft nicht. Also die E75 stimmt, die 221 da, sofern das eine 200 ist, könnte auch eine 22.1 sein. Die 7 ist noch bei uns. 12 sehe ich. War die 12 nicht die 7? Die haben doch irgendwas geändert hier. Nicht, an den gelben Nummern kann man sich ganz selten gut orientieren, hatten wir doch immer das Problem. Ja, also ich würde fast sagen, wir sind irgendwo in irgendeinem so ein Ding hier drin. Da, eine Brücke. Brücke ist gut, Richtung Norden. Wir haben eine richtige Nord-Süd-Straße. Wenn jetzt hier eine Autobahn kommt, das wäre perfekt. Die E75 zum Beispiel. Das ist einfach nur eine Erhöhung. Shit. Ja. Ich meine, es ist die perfekte Werbung an der perfekten Fläche, die mal gemäht werden müsste. Holen Sie sich diesen Rasenmäher, damit Ihre Wiese nicht so aussieht. Gut platziert. Das ist immer für mich, da, wie so ein richtiger Roadtrip, wenn man mal ein bisschen fahren kann. 22, da steht wirklich 22.1, nicht? Aber jetzt steht wenigstens noch ein Stadtname dran. Okay, also irgendwo hier und wir haben Sabrobran. Sabrobran, da. Ecke Temerin. Temerin ist da. Das erreichen wir aber über die 120. Ja, gut. Ich glaube, die Straßennummer nicht, die kann ich wirklich in der Pfeife rauchen. Das ist das größte Problem in diesem Land. Was es aber auch so spannend macht. Aber ja, dann sind wir doch hier drin, nicht? Aber nee, warte mal, wir sind rausgekommen und fahren jetzt Nord-Süd. Das heißt, wir müssen irgendwo seitlich an diesen Dingern drangekommen sein. Und wir fahren noch ein Stück nach Norden und dann geht's erst dahin. Das heißt, wir müssten wahrscheinlich hier irgendwo rauskommen. Ich hoffe, das Ding ist eingezeichnet. Oh nee. Ja, eigentlich können wir nur hier sein, nicht? Die E75 steht dran. Die beiden Orte stehen dran.
Und da der nicht dran steht, könnten wir vielleicht hier drin sein. Vielleicht ist das ja hier nur Industrie auf der Seite. Ah, es sieht mir eher nach Wohngebäuden aus von der Größe. Ein Fluss müsste kommen. Vielleicht war die Erhöhung, um über den Fluss zu kommen. Das macht mich gerade ein bisschen unglücklich. Bisschen sehr. Habt ihr Ideen? Hier haben wir noch ein Schild. BJ kommt noch. Jetzt sind wir ja auf einer anderen Höhe hier. BJ. Ist das BJ? Nee. So ähnlich. Ist es nicht. BJ. Ah. Das ist halt auch noch dann das Problem, wenn man da. Da ist BJ. Okay. Wir erreichen die beiden über irgendeine Straße. Die beiden. Unsere Straße geht Nord-Süd. Wir können doch nur hier sein auf der. Und dann erreichen wir die und BJ darüber. Und über die Soroban. Dann können wir nur hier drin sein. Guck mal auf dem Schild in die andere Richtung. 22.1. Okay, da geht's wirklich nach Novi Sad. Und B. Planka kommt noch zuerst. Wo ist B. Planka? Warte mal, B. Planka ist Dings hier, Plankenburg, nicht? Ja, ja. Okay, also es geht nach Novi Sad und dann nach Plankenburg. Und die 12 ist die 7, ja genau. Das habe ich mir schon irgendwie so gemerkt. 12 ist die 7. Das passt also. Ja, da müssen wir gucken. Hallo Normalement, endlich Feierabend. Ich hoffe auch ein verlängertes Wochenende. Prost. Wir haben so viele Events dieses Wochenende vor. Du hast es gefunden. Das ist schön, aber nicht verraten. Hier ist ein Hotel. Anhand dieses Namens werden wir es jetzt festmachen. Das ist das Agrarding, nicht? Ja. Wie verlängert das Wochenende? Ich habe heute schon Feierabend. Wir können also heute durchziehen. Und ich habe bis Dienstag frei. Morgen geht's auf die Bierbörse, Sneaky Peaky IRL-Stream. Samstag oder Sonntag auf dem Mittelaltermarkt, Sonntag oder Montag auf dem Mittelaltermarkt und das Weinfest und Dienstag auf dem Markt. Wir haben echt viel vor dieses Wochenende. Agro Vodjdovdina. Oh nein, das ist wirklich dieses Ding hier. Ich hab's da irgendwo gesehen, Grodovdina. Ich dachte, das hatte ich gelesen. Novi Sad 3, Tendo. Also sieht auch nicht mehr aus, als ob das hier Dobro Dosli. Dobro Dosli. Einen Sportflughafen habe ich ja auch nicht gesehen.
Vielleicht finden wir noch einen Straßennamen irgendwie. Müsste ja am Eingang irgendwas stehen, was das hier ist für ein Gebiet. Daue Citrus. Nach Norden ging es nicht weiter, nicht? Ich muss morgen noch arbeiten und nur Montag frei. Oh, wenn noch mal circa 8 Stunden sind, habe ich diese Woche ab 60 Stunden voll. Warum machst du denn sowas? Hier. Agriculture. Hollande. Der sieht doch aber modern aus. Der muss doch aufzufinden sein. Agroglobe. New Holland. Der sieht nicht so aus, als ob er sich nicht auf Maps irgendwie platzieren würde. Ich würde fast sagen, das ist der hier. Die Sprachbarriere hilft hier nicht unbedingt. Agrovojvodina. Habe ich nicht Agro... Nee, Agrovojvodina, das habe ich da vorne gelesen. Nicht auf der Karte, nicht. Wir haben Schiene Agrar. Das lese ich die ganze Zeit. Ja, genau. Und da bin ich nicht weitergekommen nach Norden. Ich kann da leider auch nicht gucken, was das ist. Agrojovstina Domehavzinja. Sind da Schienen? Da waren mal Schienen, nicht? Sieht aus wie eine ehemalige Beladerampe für Güterzüge. Würde auf jeden Fall Sinn machen. Okay, also nicht nach... wo ging's raus? Nach Osten, nicht? Ist da ein Flughafen? Nee. Und dann nach Osten gleich wieder. Naja. Was haben wir hier? Prodagina Centra. Gibt's nicht Prodagina? Als Stadt oder so? Ist das hier nicht Centra? Aber das liegt auf der falschen Seite. Die Autobahn haben wir auch noch nicht gesehen. Hier wäre eine Schiene. Hier geht's auch nach Osten raus. Und da ist die 120. Ganz kurz. Das hier ist es, nicht? Hier sind wir. Hier ist ein Hotel. Agrodovjina. Ja, hier sind wir. Das ist echt krass, dass die hier nur ganz kurz 120 heißt und die das auf die Schilder schreiben und dann bei Google steht hier 102, nicht? Das ist so beschissen. Aber hier mit der Beladerampe, das war jetzt eindeutig. Ich ignoriere dich absichtlich, um nicht gespoilert zu werden. Ich habe ja gesagt, nicht zu viele Spoiler. Ich möchte es ja nicht vorgesagt bekommen, ich möchte es ja selber finden. Ihr könnt gerne mitraten, aber nicht vorsagen. Ich finde es gerade in diesem Land halt super spannend mit der Navigation, deswegen, weil ich glaube, wenn ich hier wieder ranzoome, nicht, die hat wieder eine Doppelbenennung. Guck, 120 und 102. Und Google zeigt, glaube ich, immer nur eine an. Und das ist super belastend. Die 100 hat wahrscheinlich auch noch eine Bezeichnung, oder? Ne, 100 ist 100. Ah. Fiese Ecke auf jeden Fall. Aber wo genau? Wir stehen vor dem...
Agrodovgina, nicht? Ist das die Frage hier oder dort? Wenn wir da weitergehen, nee, wir stehen, glaube ich, hier, nicht? Das würde Sinn machen. Das heißt, wenn ich jetzt hier hochgehe, dann rechts, da müssten wir rauskommen. Genau, das ist die Straße nach draußen. Dann würde ich sagen, kann ich da einloggen, oder? Einwände, jetzt könnt ihr sprechen. Oder für immer schweigen. Aber echt fiese Ecke. Ich muss morgen nochmal arbeiten. Achso, 60 Stunden. Eieieiei. Du hättest nach Süden rausfahren sollen, dann hättest du direkt die Autobahn gesehen. Nee, nach Süden bin ich ja in der Sackgasse gelandet, da kann man nicht weiterfahren. Guck, hier ist ja keine Auffahrt oder so. Aber auf der Straße hätte ich nach Süden fahren können. Ja gut, das ist halt 50-50-Chance und bei einer 50-50-Chance nehme ich immer die falsche 50-50-Chance. Deswegen mache ich zu 100% keine 50-50-Chance. Ich weiß nicht, wie das statistisch zu erklären ist, aber irgendwo muss es jemanden geben, der bei einer 50-50-Chance immer zu 100% richtig liegt. Du bist mein Gegenstück. Melde dich. An der großen Straße nach Süden. Du meinst, wäre ich zur Autobahn gekommen? Ja, 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 ja. Und da ist auch Hotel Sole Mio, das passt schon. Wobei ich hier wahrscheinlich nicht mehr hingehen würde. Bango Bongo. Natürlich stehen wir nicht auf der Straße. Puh, hat uns zum Glück keine Punkte gekostet. Und damit gehen wir in Runde 5 von 5. Oh, Island. Norwegen. Island. Finde ich wieder meine Toilette hier? Kyo. Oh, Dänemark? Nee, Norwegen. Ja, muss Norwegen sein. Muss Norwegen sein. Okay, Bergen, keine Ahnung. Eigentlich müssen wir ein bisschen weiter nördlicher sein, nicht? Hinter der Baumgrenze, vielleicht hier irgendwo. Das Gute ist, einen Straßennamen haben wir und das Meer liegt Richtung... Ja, eigentlich straight Westen. Macht Sinn, das Meer liegt hier überall Richtung Westen. Ah! Und da ist die öffentliche Toilette, WC, guckt. Sag mal, ist das wieder... Ja, man startet immer vor der öffentlichen Toilette, aber das ist nicht die, die ich kannte. Das ist nicht die Island-öffentliche Toilette. Aber ja, ich bin öffentlicher Toiletten-Fan. Ich finde öffentliche Toiletten in Geotastic. So einfach kann's gehen. Was irgendwie immer Norwegen und Island finde ich die öffentlichen Toiletten direkt. Aber wenn du mal dann wirklich eine brauchst in der Stadt, in Deutschland, dann stehst du doof da. Ich meine, die Toilette hat selbst eine Jahreszahl dran. Wie verrückt ist das denn? Noch eine? Nein. Die haben sogar, guck mal hier, richtige Sendemasten. Nicht so wie wir, kein Internet. Ich weiß nicht, ob ich in der Richtung jetzt gut rauskomme. Ich glaube, hier komme ich auch nur Richtung Wasser, nicht? Nee, das sieht aus, als ob die Straße da weiterführt, oder? Ich bin mir unschlüssig. Macht das Sinn, da lang zu fahren? Wir fahren wenigstens in den Ortsnamen, nicht? Das wäre schon mal, glaube ich, die halbe Miete, könnte man so sagen. Oh, ja, die große Straße. Wir haben's. Okay. Besser. Aber beautiful da.
und schöne Road-Musik. Leider nur auf Twitch. Weil bei YouTube ist Musik nicht so geeignet. Okay, ich dachte, wahrscheinlich habe ich es übersehen, dass hier der Ortsname rechts steht. Eigentlich auf einem gelben Schild hätte ich gedacht. Aber es gehört noch alles zum Dorf. Ist der Umkreis, in dem man rausfahren darf, eigentlich begrenzt auf ein Maximum an Entfernung vom Ausgangspunkt? Nein und ja. Nein, im Sinne von, das ist ja Google Maps, du kannst wie auf Google Maps dich bewegen. Aber du hast halt auch das Problem, dass da, wo Google Maps eine kurze Unterbrechung hat, du nicht mehr rüberklicken kannst. Weil bei Google Maps kannst du einfach hochgehen, dahinter dich absetzen. Hier bist du dann gefangen. Es gibt manchmal echt Stellen, da kannst du nur einen Meter vor und einen Meter zurück, in Botswana zum Beispiel. Da bist du irgendwo auf einer Wüste. Und wir haben es trotzdem geschafft, anhand eines Baumes und alleine der Straßenführung bis zu 50 Meter korrekt zu sein. Das hat mich so geärgert. Und wir hatten nur 100 Meter Strecke mit einer ganz leichten Kurve. Aber Botswana hat nicht so viele Straßen. Deswegen konnte man das machen. Ich weiß nicht, ich habe bestimmt 1,5 Stunden gesucht und dann 50 Meter daneben. Das war ärgerlich. Aber ja, meistens ist es super nervig, wenn man nicht vor- und zurückfahren kann. Wenn es das erste Bild ist, dann breche ich auch meistens ab und starte lieber eine neue Runde. Weil das dann einfach blöd ist. Macht ja auch keinen Spaß. Also für jemanden, der Quick-Pinpointing macht, der nicht wirklich rumfahren möchte, für den ist das vielleicht gut, aber ich will ja akkurat sein und mir ein bisschen die Ecke angucken. Tunnel oder Wasser? Was machen wir? Und Prost. Musik, die dir durchsagen, ah nee, das ist Quatsch. Kann man sich ja seine eigene Musik anmachen. Oder die Playlist. Spotify-Playlist verlinkt auch auf YouTube. Ein bisschen versteckt zwar, weil YouTube das nicht so öffentlich zulässt, aber einfach in Richtung Tunnel. Weil ich glaube, Richtung Wasser komme ich nur Ja, danke. Komme ich nur zu einer Fähre. Das hilft nicht viel. Außerdem so schöne Roadtrip-Musik. Ich glaube, da ist für jeden eh was Eigenes dabei. Wow. Okay. Es ist dunkel. Genau die. Und da die neueste 2024 im Twitch-Check gerade. Einfach Larry Rain auf Spotify suchen zur Not. Da kann man mich auch finden. Eigentlich überall. Außer auf Instagram, da ist Larry_Vain. Weil ein Farmer aus Amerika Larry Vain heißt. Ohne E. Weiß nicht, was er geraucht hat. Aber ohne E. Gibt's eigentlich nicht. Hatte ich damals extra recherchiert. Aber ich habe mir zu spät einen Instagram-Account gemacht, weil ich das nie auf dem Schirm hatte, weil ich nie so Bilder, eigentlich schon bilderaffin war, aber irgendwie nicht so Social Media, ich lade meine Bilder hochaffin. Und dann hat sich der den Namen zuerst weggeschnappt. Schöne Scheiße. Als 50 Kilometer Tunnel. Du lachst. Wenn wir gleich nicht weiterfahren können, war ich hier schon mal. Aber da war die Straße noch nicht fertig. Da war hier nämlich eine Baustelle. Und deswegen konnte man nicht weiterfahren. Das kommt mir super bekannt vor. Aber gut, wahrscheinlich sieht jeder Fjord ähnlich aus an den Stellen. Ich weiß nämlich noch, dass ich da hinten um eine Kurve kam und dann auf so einen Tunnel zugefahren bin. Und kurz vorm Tunnel konnte ich nicht mehr weiterfahren. Und dann wusste ich nicht, wo ich bin. Ich weiß nicht, ob wir es damals rausgefunden haben. Ich glaube, anhand dieses Dorfes oder so habe ich ewig gesucht.
Aber gut, wahrscheinlich gibt es 1 Million Stellen in Norwegen und Island, die so aussehen. Artikon. Arbeidoski. Soki. Aber sind schon creepy Tunnel, nicht? Wenn die so schmal sind und dann so tief und lang und dunkel. Ja, hier kann man nämlich nicht weiterfahren. Genau. Jetzt kann man aber in die andere Richtung weiterfahren. Also ich bin fast der Meinung, dass wir hier mal sind. Und anhand dieses Ding habe ich das irgendwann gefunden. Aber sagt mir nicht mehr wie. Also jetzt sind wir zum Beispiel quasi eingesperrt. Nicht? Zumindest in die Richtung. Wir können jetzt wieder zurück Richtung Wasser. Gucken, ob wir da weiterkommen. Oder halt in die Richtung fahren. Was wahrscheinlich sinnvoller ist. Was auch fies ist, in Südkorea musst du manchmal über die Reisfelder fahren, weil du über die Hauptstraße nicht weiterfahren kannst. Und dann musst du auf dem Reisfeld links, dann rechts, dann durch den Dschungel rechts, dann wieder zurück. Dann denkst du, hey, ich fahre doch gerade schon wieder auf die gleiche Straße auf. Aber in Wirklichkeit fährst du dann Plattgasse. Wow. Fährst du dann an einer anderen Stelle leicht weiter, von der Stelle, wo du nicht weiterkommen konntest. Okay, also wir sind an einer Stadt, die im Nordwesten irgendwo Ende hat, nicht? Das heißt, wir haben so eine Straße. Also wir haben eine gelbe Straße, die hört in der Stadt auf. Könnte, na gut, oder eine weiße. Obwohl die schon zu gut aussieht, nicht? Ich finde nicht gelbe. Die gibt es vorne. Ja, gibt es davon viele Stellen. Abisila. Ich weiß ja nicht mehr, wie der Ort heißt, in dem wir sind. Stand bisher auch noch nirgendwo dran, nicht? Ich fahr mal hier in diese Sackgasse. Vielleicht steht da noch mal irgendwas. Steht kein Name am Tunnel. Habe ich jetzt nicht gesehen. Hier steht der Ortsname. Okay, doch Island. Aber interessant. Was ich nämlich nicht verstehe, haben die auch, die haben doch nicht dieses O durchgestrichen, oder? Sehe ich hier zumindest nicht. Also habe ich hier auch noch nie gesehen, nicht? Ich weiß, die haben Ö. Aber dass die dieses O mit dem Strich durch haben? Das ist ja merkwürdig. Deswegen hätte ich eher gesagt, wir sind in Norwegen die ganze Zeit.
Und es macht hier auf jeden Fall auch Sinn, dass hier die Straßen, die gelben, da bis in die Dörfer führen. Dann kann man eigentlich ja nur irgendwo hier sein. Weil nach Norden, Osten, Süden, Westen, nach Nordwesten, nicht? Eigentlich in die Richtung. Und dann in so einen Fjord. Irgendwie. Ich weiß wieder. Hoffos. Warte mal. Genau, und jetzt mit dieser Übergang an dieser Stadt. Wie war denn das gerade? Also das hier ist nach Nordosten. Ah, warte mal, aber nach Nordwesten auch. Aber nach Nordosten ist auch Wasser. Das heißt, wir sind echt auf so einem kleinen Ding hier irgendwo. Nordosten und Nordwesten. Ich glaube, ich war beim letzten Mal hier irgendwo an so einer Stelle. Also beim letzten Mal ist es schon ewig her. Da müssen wir noch weiterfahren. Könnte auch immer mal eine Karte hier hinhängen, die Leute. Vor allem, da stand Sackgasse dran und die Straße geht weiter. Auch sehr interessant. Nicht vorsagen, habe ich gesagt. Vorsagen gleich Bann. Weil wenn ihr vorsagt, dann muss ich den Hinweis finden. Und an den Stellen hier den Hinweis zu finden, ist schwieriger, als wenn ich durch Zufall das finde. Da ich jetzt weiß, wo wir sind, weil ihr es vorgesagt habt, müssen wir den Hinweis visuell im Spiel finden. Ihr habt gerade eine Stunde rumfahren gewonnen dafür. Weil ich muss jetzt den Namen des Landes hier sehen oder zumindest die Flagge. Und das macht es bei den Ländern natürlich super schwierig, weil wir da kilometerlang fahren können eventuell. Das Einzige, was wir hier finden, sind Lachsfarmen. Ja, das ist die goldene Regel, dass ich die Hinweise durch Eigenarbeit zumindest finden muss. Und wenn vorgesagt ist, dann muss ich halt den Hinweis finden, der mir das bestätigt. Ich meine, ihr könntet mich ja auch anlügen, nicht? Ich kann euch ja nicht vertrauen. Oder kann ich euch vertrauen? Das ist halt die Frage. Manchen kann man vertrauen, aber manchen nicht. Aber es macht schon Sinn, was du herausgefunden hast. Ich sag's jetzt noch nicht laut. Das erklärt, warum die das Ö haben und das D. Was natürlich, da habe ich nicht dran gedacht, muss ich gestehen. Das ist sehr, sehr gut.
recherchiert natürlich. Ich vergesse das immer, dass es das gibt, nicht? Aber jetzt muss ich trotzdem erstmal gucken, ob wir irgendwie herausfinden können, dass wir da sind. Ich weiß, die Profis können anhand der Leitplanke die Fjordausrichtung erlecken. Die können allein schon anhand des Außenspiegels sagen, zu welcher Tageszeit und was der Fahrer zuletzt gegessen hat und wann er zuletzt auf Toilette war. Ja, aber sowas sind wir nicht. Wir sind keine Profis. Autsch. Aber hier können wir auch nicht weiterfahren. Okay, also indirekt Sackgasse richtig. Wir gehen nochmal an den Start. Weil hier wegen Christians Gotha hätte ich auf jeden Fall gedacht, dass wir da sind, wo ich gedacht hätte, dass wir sind. Und da waren wir nicht. Am WC steht leider ja auch nicht mehr dran, außer dass es 1885 erbaut wurde. Sehr wichtig zu wissen. Da steht nochmal irgendwas an der Kirche dran. Nee, der hat hier nur gewendet. Am Auto? Auch nix. Kennst du die Flagge? Ja, die Flagge kenne ich. Die ist weiß mit Rot und Blau als Kreuz. Aber ich sehe nur einen leeren Flaggenmast leider. Die fällt eigentlich relativ, da ist eine Flagge. Ah, mal fahren wir mal zu der, aber die sieht gelb aus. Das wird sie nicht sein. Ah, das ist nur vom Einkaufsladen, die Flagge. Ihr Schweine! Ihr habt Kenny getötet. Valgarin Sam Cape. Pub. Und ich meine, wer oft in Urlaub fährt, der kennt das auch. Aber stell mir vor, ich will jetzt beim nächsten Mal in dieser Situation sein, dann müssen wir ja auch herausfinden, dass wir da sind und nicht durch Zufall oder Vorsagen. Deswegen muss ich ja mir irgendwie jetzt einen Hinweis erfinden, an den ich das auch beim nächsten Mal erkennen kann. Aber es macht schon Sinn, nicht? Ich hätte nämlich erst gedacht, Island, weil es keine Bäume gibt. So. Das heißt, wir sind oberhalb der Baumgrenze. Das spricht eigentlich gegen Norwegen, außer einige Stellen. Manche Stellen, ich hatte schon mal Irland, was so aussah. Also heißt nicht, dass es das nicht auch woanders gibt. Auch nicht gehisst. Aber für Island sah es mir zu fjordig aus. Oder, weiß nicht. Irgendwie hätte ich nicht sofort Island gedacht. Ist es ja nun noch nicht, okay. Vidareidis, Kommuna. Vidareidi. Ja, hier ist sogar eine Karte. Hotel Nord. Wir fahren mal runter zur Fähre. Da könnte eine Flagge wehen, nicht? Restaurante, was steht hier? Können wir da reinfahren? Nee. Da stehen die Öffnungszeiten nur. Da kommen wir wieder auf die Straße. Ich fahre mal hier unten lang. Aber ich meine, das ist auch eine schöne Gegend. Hier kann man auch mal ein bisschen länger rumfahren, nicht? Schön die Schafe angucken. Ah, welches Merkmal könnte ich zu Rande ziehen, um das wirklich zu unterscheiden? Außer die Sprache, nicht? Dass die beides verwenden. Das wäre also das Einzige. Weil ich glaube, mehr Hinweise werden wir auch nicht finden.
Also wenn wir jetzt unten am Wasser nicht Glück haben. Ich frage mich auch, wo soll die Straße da vorne dahin führen? Die führt doch nur hierhin, oder? Hm. Ich glaube, die Sprache ist das einzige Merkmal, aber nicht eine nordische Sprache zu unterscheiden. Nordische Sprache ist nordische Sprache für mich. Würde ja schon reichen, wenn auf dem Auto irgendwie ein Aufkleber irgendwie ist, aber die werden immer ausgeblurrt von Google. Das ist natürlich dann auch scheiße. Ah, da war das Stadtschild. Das habe ich beim letzten Mal übersehen. Da stand auch nicht der Name hier dran. Doch, da. Okay, dann habe ich das übersehen beim Rausfahren, weil ich auf die Hütte nur geachtet hatte. Okay, dann bin ich jetzt nochmal gespannt, wo die Straße da nach unten hin führt. Weil nach einer Fähranlage sieht es ja gar nicht aus. Es sieht ja aus, als ob da gar nichts ist. Ah ja. Ich meine, es ist eine schöne Landschaft, aber ich sag mal so, in Indonesien oder Bangladesch kann man sich fast besser orientieren. Weil man einfach, auch wenn man keine sinnvollen Hinweise kriegt, mehr Hinweise kriegt. Ja, die Straße führt zu irgendeinem einsamen Haus nur da unten. Ich dachte, da ist vielleicht so eine Marina oder so. An den Straßenschildern könnte man es vielleicht noch festmachen. Aber dazu müsste man die genau kennen. Hier kommt man. Ah, da steht was. Ey, komm. Auf dem Schild ist die Erlösung, ich sag's euch. Ja, da muss man halt Glück haben, so einen Hinweis zu finden. Karlsberg. Artikorn. Trockni. Backerfrost. Nee, schade. Eine Flagge haben die auch nicht hier irgendwo hängen. Na gut, dann gucken wir nach deinem Hinweis mal. Weil ich glaube, wäre ich jetzt, hätte ich es nicht gefunden, nicht, dann wäre ich einfach mal die anderen Länder abgegangen. Durch Zufall. Weil ich irgendwann stutzig geworden wäre. Polen! Sag doch, dass wir in Polen sind. Mann. Oder vielleicht dieses Artikon, dass das für die Ecke berühmt ist. Nordjysk Lift hilft auch nicht. Aber den Industriesachen stehen wenigstens immer ein paar Sachen dran. Nicht an Wohnhäusern, was soll da großartig dran stehen? Da kann man das Schild nicht lesen.
Er ist aber ziemlich weit aufs Gelände raufgefahren, obwohl da stand, nicht weiterfahren, nicht? Ich nehme alle Daten mit. Okay, bis hierhin ist er gefahren. Ja, schade. Also auch hier unten kriegt man keine Information, wo man wäre. Aber man sieht's ja sofort, nicht? Okay. Das ist krass. Also das hätte ich durch Zufall eh gesehen, nicht? Das ist in der Zoom-Stufe, das kann man gar nicht übersehen. Okay, allein beim Rübergehen von Norwegen nach Island hätte ich es gefunden. Bam, bam, bam. Okay, wo standen wir? Chris Gotter, ja. Aber, ja, ich wüsste jetzt immer noch nicht, was ich wirklich festmachen kann, wo man hier ist. Das ist natürlich ärgerlich. Und ich sehe Chris Gotter nicht. Hier, Chris Gotter. Okay, dann stehen wir wahrscheinlich da. Hey, Gavur. Bakagur. Ja. Finish! 0,82 Meter. Puh. Volltreffer. 30.000 Punkte. Okay. 103 Minuten. Na, kommt. Das war doch spannend. Also, wir haben 8 Minuten für Kanada gebraucht. Sehr stark. 7 Minuten für Argentinien. Peru 39. Eieiei. Serbien 17 Minuten. 18. Und Faroe Island, sag ich mal, wäre ich jetzt nicht absichtlich rumgefahren, hätte ich da wahrscheinlich so 18 gebraucht auch. Also nochmal 10, 11 Minuten runter. Dann wären wir so auf gute 90 gekommen, denke ich mal. Ich wundere mich, also sonst habe ich immer so 20, 20, 30, 20, 80 und war immer so auf nicht mal 2 Stunden und jetzt sind wir auch schon auf 100 Minuten. Das geht irgendwie ratzifatzi. Dabei hatten wir echt 2, 3 gute Runden, fand ich. Verrühren nur mit deiner Hilfe. Nee, wäre ich auch so drauf gekommen. Wie gesagt, allein vom Rüberschwenken von Norwegen nach Island hätte ich es dann wahrgenommen oder zurück, weil es war ja doch sehr groß. Und ich, wie gesagt, ich wäre stutzig geworden. Allein wegen der Sprache. Und dann wäre ich hier so rüber. Und dann hätte ich es wahrscheinlich wahrgenommen, weil das ist mir beim letzten Mal auch passiert. Wir waren schon öfter mal auf den Färöerinseln. Wir waren auch schon mal in Spitzbergen, genauso gemein. Aber da gibt es halt auch nur 2 Orte, nicht? Das ist nicht so schwierig, das denn zu finden. Back to Lobby. Und ich würde sagen, damit erstmal genug von dieser Aufnahme.